Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Spendeaktion. Und zwar, wie ihr hier schon sehen könnt, möchte ich mir gerne was bestellen hier aus dem Online-Shop Piroland. Zurzeit machen die Inventur. Bestellungen sind zurzeit nicht möglich. Und ja, ich hoffe, dass die bald wieder die Bestellung, beziehungsweise dass man sich wieder was bestellen kann, dass es dann bald wieder möglich ist. Und ja, und zwar möchte ich mir ein paar Sachen hier holen, die jetzt nicht so allzu teuer sind. Ich zeige euch mal, was es hier so gibt. Zum Beispiel Batterien. Also die Preise sind hier teils, ja, ich weiß nicht, ob es günstiger oder teurer als vor ein paar Tagen, wo man sich die ganzen Silvesterknaller kaufen konnte im Laden. Aber ich habe mal gedacht, mache ich hier mal ein Video, und ich kenne das von anderen YouTubern, dass die sich auch hier was bestellt haben. Also Batterien oder Raketen oder sonst irgendwie was dergleichen. Also was ich mir auf jeden Fall holen will, ja, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, was ihr mir spenden wollt. Also schon mal im Voraus, die Spende von euch hat natürlich auch seinen Zweck, also ist auf jeden Fall dann das, was ich mir holen will, auf jeden Fall gut angelegt. Kommt natürlich darauf an, wie viel ihr mir spenden wollt. Also ja, fangen wir vielleicht hier mit dem Ice Water 13 Schuss Feuerwerkbatterie, das kostet so um die 20 Euro. Können wir uns gerade mal anschauen. Ja, Ice Water. Könnt ihr euch das mal hier durchlesen. Tim. Ja, es hat so eine große Batterie, 13 Schuss. Falls ihr mir ein bisschen was spenden wollt für 20 Euro. Ansonsten, wenn euch das zu viel ist, haben wir auch noch ein paar andere Sachen. Was haben wir hier? 25 Karat mit 25 Schuss Feuerwerksbatterie. Da eigentlich auch ganz nett aus von Weco. Könnt ihr euch auch nochmal hier durchlesen. Was sind das denn noch für Batterien? Strobobomben. 36 Schuss Feuerwerksbatterie. Dreierpack. Ja, das werden wir uns nachher auch gerne nochmal angucken. Also, wie gesagt, 15 Euro. Ansonsten hier ein paar kleine Preise für 7 Euro den Alligator. Den müsst ihr, glaube ich, auch kennen von Weco. Hatte ich mir letztes Jahr auch schon geholt, also von Ende Dezember 2017. Also ist jetzt nicht allzu viel für 7 Euro. Ich denke, das kann man sich mal gönnen. So, was haben wir hier noch? Gehen wir mal weiter runter hier. Also hier sind wirklich sehr viele Sachen, die man sich bestellen kann. Wenn man natürlich das Geld dazu hat, kann ich das mal gönnen und ausprobieren. Ob es wirklich teurer ist als im Laden, weiß ich jetzt auch nicht, aber na gut. Oder hier für fast 19 Euro Buffalo Bill 20 Schuss Feuerwerksbatterie. So sieht das dann hier aus, auch von Weco. Ja. Was haben wir dann hier noch für 8 Euro, also 7,99, ich runde das um 1 Euro so ein bisschen auf. Colorwet Crosette 16 Schuss Feuerwerksbatterie, sah ja auch ganz nice aus. von Explode, okay, also für 8 Euro. Das schneide ich raus. also hier sind ziemlich viele Batterien hier, bis Seite 4.
Was haben wir hier noch? Für 14 Euro Quicklinks Finale, 13 Schuss Feuerwerksbatterie. Das Ganze sieht dann so aus. Ja. So, also wäre echt ganz nett von euch, wenn ihr mir mal ein bisschen was spenden würdet. Also wie gesagt, das Geld ist wirklich sehr gut angelegt und dient auch seinen Zweck. Und dann könnt ihr euch das Video auch mal angucken. Ich werde das dann auch ausprobieren und testen, wie so die Lichteffekte sind. Also ich denke, für das Geld, denke ich mal, wird das ganz gut sein. Oder Botox, 19 Schuss, Feuerwerksbatterie. Ich weiß nicht, ob ich das euch schon gezeigt habe. So sieht das aus. Ja. Jetzt gehe ich hier gerade noch mal schauen. Also auf jeden Fall so kleine Preise von 7 Euro. Ich denke, das ist ein fairer Preis. Dann werde ich mir das holen von dem Geld, wenn ihr mir was spenden würdet. Also das wäre echt mega cool von euch. Und Raketen. Hier für 8 Euro 6 Bombe Kugelkopfraketen. Kann man das eigentlich vergrößern? Nee, habe ich nur so. Ja, so sehen sie aus. 6 Stück. Ob die jetzt wirklich gut sind, weiß ich auch nicht. Aber würde ich auch dann gerne mitnehmen und die einmal zu testen und ausprobieren. Ansonsten Armageddon, oder wie heißt das? Armageddon? Ja, auf jeden Fall so das hier. Für 20 Euro sechsteilige Raketensortiment. Also eine ganze Packung Raketen. Ich glaube, da sind große dabei und mittlere und glaube 3 kleine, so wie das hier auf dem Bild aussieht. Ja. Würde ich dann auch gerne mitnehmen. Von Weco. Na hier, oder für 9 Euro Big Battle Raketen. Das sind aber jetzt auch nicht so viele. Sind nur 4 Stück. Ja. Für 9 Euro. Okay. Oder hier für 12 Euro Cosmic Rockets. Sind dann 10 Raketen drinne. Ich will auch noch mal hier in der Beschreibung Anzahl 10-teilig. Ja, auch von Explode. Also alles was grün ist, kann man bestellen, haben wir sozusagen auf Lager. Was haben wir hier noch Schönes? Dragon Rockets Feuerwerk Raketen. Ja, die sehen eigentlich auch ganz nice aus. 12 Stück. Also jeweils 6 und hier auch nochmal 6. Oh, sieht auch ganz cool aus. Würde ich mir dann auch mal holen, um die einmal zu testen und gucken, wie die so sind. Und die Lichteffekte. Vierfarbig. Blau, gelb, rot, grün. Mit bunten Leuchtsternen. Ja, gar nicht mal so schlecht. Okay. Würde ich dann auch gerne mitnehmen. Und was haben wir hier noch? Für 10 Euro Ghost Scream Rockets. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Also hier kann man sich auch das Video dazu angucken. Sind 4 Stück. Für 10 Euro würde ich dann auch mal mitnehmen dann. Ja. Goldraketen. Na gut, der Preis ist jetzt natürlich entscheidend. 16 Euro. Muss man halt schauen, was ihr mir so spenden würdet. Also es lohnt sich auf jeden Fall, keine Frage. Ich würde es euch dann auch dafür, für das Geld dann auch gerne zeigen. Und damit es auch wirklich lohnt. ja.
So, sonst haben wir hier nichts mehr weiter, ist nur die eine Seite. Dann gibt es hier noch so Mini-Raketen. 10 Euro, 13 Euro, aber ich glaube, da sind auch mehr drin, ne? 12 Stück. Wir gucken gerade mal hier rein. Ach, sind auch 12-teilig. Für 10 Euro, na gut. Kann man sich ja auch mal gönnen und mitnehmen. Will ich euch dann natürlich auch zeigen. das hatten wir, glaube ich, schon. Ja. Ansonsten, Leuchtfeuerwerk, das sind diese Vulkane-Fontäne. Blitztürm. Ups. Das wird rausgeschnitten. Ja, Blitztürme. Intensive weiße Blitzleuchten. Ja, ich denke, das ist sowas ähnliches wie römische Lichter oder sowas in der Art, aber so genau weiß ich es auch nicht. Aber ich denke, für 3 Euro kann man sich das mal mitnehmen und das mal ausprobieren. Ansonsten, was haben wir hier noch? Quacking Bird, das sind diese komischen Flieger irgendwie da was. was haben wir hier noch Schönes? Ja, für jeweils 3 Euro Explode Vulkan Gold und einmal in Silber. Ich glaube, davon würde ich mir dann 2 Stück von holen, also 2-mal Gold und 2-mal Silber. Sieht doch ganz nett aus. Ja, von Explode. Und ja. Okay, wieder zurück. Dann Knaller, weiß ich nicht, was haben wir hier so drinne? Explode Doppelknall, ja, für fast 3 Euro. Da haben wir, glaube ich, 5 Stück von. Das ist ja eine Packung mit 5 Explode Doppelknall drinne. Ja, ich denke, das sind die Dinger, was ich mir eigentlich auch holen wollte in Lidl. Diese Flashbangs heißen die da, ja. Aber irgendwie waren die, glaube ich, schnell weg oder ausverkauft oder waren keine mehr da, ich weiß es nicht. Wollte ich mir eigentlich holen, aber na gut, egal. Dann will ich mal halt die Dinger einfach mal ausprobieren für 3 Euro. Ich hoffe, das lohnt sich. So, was haben wir hier noch? Big Balls. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Kubische Kanonenschläge. Was ist das hier? Dynamit. Na, ich weiß nicht, was das genau sein soll. Ob es auch so eine Lichtfontäne ist, weiß ich nicht. Aber ich kann es ja mal ausprobieren. Für 3,50 Euro, wenn ihr mir da was spendet. Dann teste ich das gerne vor euch aus. So, was haben wir hier noch? Böller, Böller, Böller. Ach, so eine Knallkette. Das muss nicht unbedingt sein. Ja, dann also nur dies. Also Dynamit. Explode Doppelknall. Okay. Sortimente. Da haben wir auch noch mal ein paar Raketen. Ich glaube dieselben, die ich eben auch schon gezeigt hatte. Für 17 Euro Fire Party 2 mit 124-teilige Familiensortiment. Also sind auch noch mal so ein paar Raketen und Kleinkram wie Knallteufel, also Knallerbsen und ein paar Böllers, römisches Licht und so weiter. Und glaube ich auch noch ein paar Fontäne. Würde ich dann auch gerne mitnehmen. Wenn ihr mir das spendet, hier 17 Euro. Des Weiteren Powerkraft 27-teiliges Raketensortiment. Ja, 30 Euro ist natürlich auch schon
sehr teuer. Für 20 Euro haben wir dann hier nochmal, wie heißt es hier, Sperry Familiensortiment. Auch wie in den vorigen Sortiment, da mit ein paar Raketen und ein bisschen Kleinkram dabei. Dann hier nochmal Thunder und Lightning Familienfeuerwerksortiment. Auch hier mit ein paar Raketen. Ich glaube, hier sind 3, 4, 5 Stück drinne. Und wieder Kleinkram mit dabei. 20 Euro. Ja. Top Speed Familienfeuerwerksortiment. Da war auch nochmal 5 Raketen dabei. Und auch noch wieder Kleinkram, also Fontäne und Bienen, Wunderkerzen und Flash und noch irgendwas, Spinner. Ja. Also für 8 Euro dürft ihr mir auch gerne dann spenden. Dann würde ich das gerne auch mitnehmen. Okay, ja. Was haben wir hier sonst noch? Zubehör. Ne, ich glaube, sonst haben wir hier nichts mehr. Wir gucken hier gerade noch mal rein, was haben wir hier noch Schönes. Ich glaube, das sind einfach nur so ja, so wo einfach nur so Rauch rauskommt. Ich weiß jetzt nicht genau, was das sein soll. Bengal 180 blau. Ah, ist einfach nur so eine farbige Flamme. Okay. Na gut, ja. Kann ich ja auch mal gerne ausprobieren. Eins von denen hier, ob blau, gelb, grün, rot oder wie auch immer, was auch immer. Eins von den Farben hier. ja, das sind einfach nur so, wo ein bisschen bunte Rauchfarben rauskommt. Was haben wir hier noch? Breslauer Blendfeuer. Ach, das ist wahrscheinlich auch nur wo so eine in Blau so ein Rauch rauskommt. Ja gut, okay. Sonst haben wir hier nichts mehr. Nö, das war's erstmal soweit. Neuheiten, gucken wir da noch mal rein. Dann haben wir auch noch mal ein paar Batterien. G40, 35, 100. Gehe ich gerade einmal mit euch durch. Ja, das sind eigentlich quasi dieselben Sachen. Black Dragon Wonder Tool. Was jetzt Böller sind, weiß ich jetzt auch nicht. Für 2 Euro. Also wenn ihr mir auch hier was spendet dafür, kann ich die ja mal mitnehmen und dann auch testen für euch. €32 Blaustil, auch wieder so eine Batterie. Bombenrohr Dreier Set. Sieht auch wie so eine Fontäne aus oder so in der Richtung. Für 9 Euro von Explode, also würde ich mir auch mitnehmen dann. Auch für die Spende von euch. Ja, gibt es jetzt noch mehrere Seiten. Aber ich will das Video jetzt nicht allzu lange hier ziehen, deswegen nur die erste Seite. Auch so wie bei den Batterien. Ich glaube, beim Raketen war es, glaube ich, jetzt nicht genau, da war es nur die eine Seite. Ich glaube, bei den Batterien war das. Da gibt es nämlich noch mehrere Seiten. Bis Seite 4. Gucken gerade einmal schnell rein hier. Genau, bis Seite 4. Gucken da einmal die letzte Seite einmal schnell durch. Was hier Schönes alles gibt. Turbulenze mit 43 Schuss Feuerwerksbatterie. 21 Euro. Für 23 Euro Top Thrill. 30 Schuss Feuerwerksbatterie.
Ja. Na gut, wenn wir schon dabei sind, gerade einmal schnell hier gucken. Lazy Ted, 19 Schuss Multi-Effekt Feuerwerksbatterie für 8 Euro. Für 6 Euro Lofwider, 9 Schuss Feuerwerksbatterie. Mr. Universe, 10 Schuss für... Alles rausgeschnitten. 16 Euro hier. Euro Polaris mit 9 Schuss Feuerwerksbatterie. Dann haben wir für 6 Euro Proton Explode mit 9 Schuss Batterie. Für 8 Euro Shaker 9 Schuss auf hier so eine Batterie. Ja. Gucken wir uns die Seite 2 noch an und dann sollte es hier erstmal gewesen sein. Crispo, 9 Schuss Feuerwerksbatterie, 6 Euro. Crossfire, Crossette, 16 Schuss für 8 Euro würde ich dann mitnehmen. Detonator, 10 Schuss für 8 Euro würde ich dann auch gerne mitnehmen. Hört sich auf jeden Fall alles interessant an. So, was haben wir hier noch? Ghost Lights, 16 Schuss für 8 Euro. Guave mit 12 Schuss für 7 Euro. Hört sich auch interessant an. Dann haben wir hier noch Hose. 15 Schuss Batterie für 7 Euro. Und ja. Okay, ja gut. Schön. Okay, ja, das wollte ich euch einmal gezeigt haben, was ich mir dann holen würde, wenn ihr mir was spenden würdet. Das wäre echt mega nice von euch. Also, ich habe es ja schon oft erwähnt, das Geld ist auf jeden Fall dann gut angelegt. Und sobald hier keine Inventur mehr ist und die Sachen da haben, will ich mir das dann auch holen. Und ich würde euch das dann auch zeigen, damit sich das Geld für euch auch lohnt. Ja, wäre auf jeden Fall echt mega cool und mega nice von euch. Wenn ihr mir so ein bisschen was spenden würdet, liegt an euch, wie viel ihr mir spenden wollt. Und ich hoffe, dass einiges zusammenkommt. Und dann, ja, dann werde ich mir hier von Pyrolanten einige Sachen holen und dann, sobald ich es da habe, mache ich dann ein extra Video, zeige ich euch das dann, was ich mir geholt habe, und dann werde ich euch dann auch zeigen, wie die Lichteffekte so sind. Und ja, dann würde ich hoffen, dass ihr daran Spaß habt, das Video dann auch anzuschauen. Und dass es auch schön findet. Und ja. Okay. Dann würde ich sagen, soll es hier gewesen sein. Und bedanke mich hier fürs Zusehen und Zuhören. Und hoffe, dass ich ein paar Spenden von euch bekomme. Ja, und dann schauen wir mal, was es dann so alles zu holen gibt. Dann tschüss, adieu und bis dann, ciao.